So langsam müssen sie aber mal kapiert haben, wo ich bin. Es werden immer mehr. Es hört gar nicht mehr auf mit den Einheiten hier. Sagt, ich soll kämpfen, ey, aber ich bin jetzt gerade echt momentan zufrieden, damit ich hier die Leute ziemlich still erledige. Okay, jetzt wurde ich entdeckt. So, jetzt komm. Action. Muss auch mal sein. Ich glaube, das ist der Lockhart, der erscheint hinter so einem Schutzglas. Aua. Wow, was er hart macht. So ein Assi. Jetzt sind nur noch wir beide übrig. Mann. Was, nur noch wir beide? Hab ich alle erledigt, oder wie? Na dann, kriegst du jetzt gleich mal in die Fresse. Wenn ich den Weg nach oben finde. Ne, ich finde ihn nicht. Doch hier. Vielleicht. Ich will jetzt erstmal hier eine Dose und so. Aua. Was ist das? Maximale Panzerung. Ey, du Assi. Leck mich, Blechdose. Jo. Das war wohl das Ende. Oh, eine Gaussknarre hatte der. Na, die nehme ich ja mal auf jeden Fall mit. Wow, 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 wow. Gute Arbeit. Und jetzt bringen wir sie rein. Ich öffne jetzt den Eingang zum Prison. Rüber da, so schnell wie möglich. Aber das Gauss-Gewehr nimmt, also im vorherigen Teil hat man ein bisschen mehr Munition dabei gehabt. Da hat man, ich glaube, 40 Schuss zum Nachladen gehabt.
wollen sie es aber wissen hier. Ey, fast die ganze Zellorganisation aus, ey. So. Mal davor. Lass mich mal zum Hargreave kommen. Wow. Oh. Tja, 1-0 für mich, was Granatenkill angeht. So. Wow. Ah, war ja klar. Das war ja so klar. Warnung, EMP-Shutdown. Alle Systeme gestört. Umschaltung auf Kernfunktionsmodus. Priorität auf Lebenserhaltung. Warnung. EMP-Shutdown. Alle Systeme gestört. Umschaltung auf Kernfunktionsmodus. Priorität auf Lebenserhaltung. Warnung. Tiefschichtenprotokolle zugeschaltet. Leite Systeme um. Aufwachen, Marine. Jetzt wird nicht gestorben. Bewegen Sie Ihren Arsch zurück in den Kampf. Geile Ansage. Aber es war so klar, dass der Hargreave noch ein zweites Spiel führt. Ich bin mal gespannt. Vor allem hat er ja den irgendwie den Ling-Shan-Einsatz auch irgendwie befehligt. Also irgendwie ganz, ganz komisch, der Typ. Nur ein weiterer Frontsoldat, fürchte ich. Prophet hätte uns mehr sagen können. Wenigstens ist der Nano-Anzug intakt. Das ist das Einzige, was zählt. Den Rest werde ich improvisieren, sobald ich drinstecke. Ah, mein junger Freund. Ich wollte Ihnen das eigentlich ersparen, dass Sie das mitkriegen. Aber der Nano-Anzug ist unkooperativ. Dann fangen wir mal an. Was hat denn der vor? Will er mich aus dem Anzug befreien oder... Naja, was heißt befreien? Rausschneiden oder wie? Ah. Ich bedauere diesen Verrat wirklich, aber ich habe leider keine Wahl. Oh Mann. Ich brauche den Anzug. Diesen speziellen Anzug, damit überhaupt Hoffnung besteht, die Seth jemals aufzuhalten. Tja, ein einfacher Soldat reicht dafür nicht aus. Ich verstehe nicht, was hier vorgeht. Sie sind dabei, Prophet. Ihr Anzug kennt die Nanosysteme der Seth. Sie müssen zurück. Sie sind unsere größte Hoffnung. Sie verdammter Dreckskerl! Sie wussten es. Sie wussten, dass die Anzüge symbiotisch sind und was sie mit meinen Männern machen würden. Sie haben wandelnde Leichen aus ihnen gemacht. Ich habe sie zu posthumanen Kriegern gemacht. Sie sind ein Soldat. Betrachten Sie es einfach als notwendig. Sie haben uns belogen.
Tja, vielleicht bin ich wirklich zu geizig mit der Wahrheit umgegangen. Aber welche Wahl hatte ich denn? Und welche Wahl haben Sie jetzt? Die Chef kommen, Prophet. Schon bald. Glauben Sie, wir können sie mit normalen Soldaten besiegen? Diesen Krieg können normale Menschen nicht gewinnen. Das ist die Zukunft. Der Tod ist eine Unannehmlichkeit, sonst gar nichts. Wir alle sind so gut wie tot. Der Anzug verweigert die Trennung. Er überlebt! Haltet ihn auf. Tötet ihn, falls nötig, aber beschädigt nicht den Nano-Anzug. Nur Kopfschüsse. Netter Versuch, Blechdose. Sagen Sie gute Nacht. Wow. Terra. Nein. Terra, hören Sie mich an. Es ist okay, Sie sind sicher. CIA, Special Operations Group. Vor 3 Jahren bei den SEALs rekrutiert. Ich habe Ihrem Trupp befohlen, Prophet und Gut rauszubringen. Ja, ist jetzt natürlich alles im Eimer. Okay. Also ist sie gar nicht so runtergekommen, wie alle gesagt haben. Okay, für Erklärungen ist später Zeit. Jetzt brechen die Seth hier rein und wir müssen Hargreave rausschaffen. Okay. Der Mann ist völlig verrückt. Er hält sich für den einzigen kompetenten Menschen auf der Erde. Aber er hat wichtige Informationen über die Seth. Er hat vor 100 Jahren in Tunguska ihre Technologie gestohlen und arbeitet seitdem daran. Was, vor 100 Jahren? Vor 3 Jahren war er der Drahtzieher hinter der Sauerei auf Ling Shan, bei der mein Vater getötet wurde. Er hat einen Plan, wie man der Invasion begegnen kann, und den müssen wir rauskriegen. Er sitzt auf der Führungsetage fest, dadurch schwer bewacht. Er darf zu niemandem Kontakt haben. Glauben Sie mir, ich hab's ausprobiert. Sie müssen einbrechen. Was, seit 100 Jahren? Hat sie sich da ein bisschen versprochen, oder? Ich gehe zum Helipad und sichere unseren Abflug. Bringen Sie ihn raus, wir treffen uns dort. Wir fliegen ihn raus und bringen ihn dann irgendwo zum Reden. Ich halte Sie über Funk auf dem Laufenden. Gehen Sie. Okay. Taktische Aktionen verfolgen. Falscher Alarm. Okay, wir müssen jetzt zu Hargreave. Jo, so sieht's aus, der ist am Boden. Boden zerstört. Nicht nur einen, mein Freund. Aber ich glaube, da kann man noch die zweite Waffe aufnehmen. Sicher ist hier auch nicht. Keine Lebenszeichen. Gebiet um die Mittelposition absuchen. Was ist das für eine? Ist eine andere Waffe. Leichte Schrotflinte. Granatwerfer. Das ist ja cool. Die ersetze ich, glaube ich. Ups. Das ersetze ich jetzt durch die Scar, wenn ich sie dann mal wieder finde. Ich glaube, ich habe sie runtergeschmissen. Hier. So. Habe ich einen Granatwerfer. Und so einen normalen Schuss. Nehmen wir mal die Munition. Ah, so. Okay. Mit. Ah. Aktiviert. Über die Flanke! Oh. Flankiert!
Nix mit Tarnmodus, hier gibt's voll in die Fresse für euch. Stirb, mein Freund. Ja, hier geht keiner ans MG. Ich hab mich erkannt, zu erkennen gegeben. Ich hab dich gekillt. Oh, Nano und Suit. Nanovision aktiviert. Ups. Kein Kontakt. Alles sicher. Es sind nochmal ein paar. Aber ja, meiner ist halt speziell, da ich mit dem Alien-Dingens in Verbindung kam. Da steht noch irgendwo nochmal einer. Komm ich hin? Ja, komm ich nicht durch den Vorhang durch, oder was? Oh, ich glaube, ich hab durch den Vorhang einen angeschossen. Hören Sie mich? So, okay. Dann gucken wir mal. Sind sie, Theseus, endlich willkommen. Und sind wohl die Aschen. Belohnung für so viel Aufwand. Oder Typen. Was? Wer das Labyrinth knackt, will doch wenigstens den Minotaurus sehen, bevor er getötet wird. Nun, das wäre nur fair. Also gut, Masken runter. Ich bin hier. Wie jetzt? Schockiert? Ich wäre es. Ich würde darin schwelgen. Das plötzlich auftretende Pulsrasen, das Fliegen, diese Chemikalien im Bauch. Wunderbar, solange es anhält. Aber es ist lange her, seit ich das alles gefühlt habe. Ein Jahrhundert oder mehr, seit meine Freuden nur geistiger Natur waren. Ich ging den Weg, den Karl Resch verweigerte, die kalte Straße zur Unsterblichkeit. Ich hatte gehofft, Prophets Anzug selbst zu tragen, seine Waffen zu führen, seine Rüstung anzulegen, das Labyrinth zu betreten und dann endlich den Minotaurus zu stellen. Aber jetzt... Sie müssen beenden, was Prophet begonnen hat. Raus da, Alcatraz! Nein! Moment. Sie brauchen noch ein letztes Stück des Puzzles. Da auf dem Tisch. Nehmen Sie die Spritze. Soll ich dem jetzt einfach vertrauen und das Ding nehmen? Nehmen Sie sie. Na gut. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ja, da. Die Tunguska-Iteration. Der Schlüssel zu allen Toren. Okay.
Okay. Was auch immer dieser Flashback jetzt zu bedeuten vermag.